Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr Manaphy fangen könnt in Pokémon Legend Arceus, meine Damen und Herren. Wir befinden uns aktuell vor dem Galaktik-Hauptsitz und ich würde sagen, wir laufen mal hier rein. So, drinnen angekommen müssen wir hier links in den Raum rein, wo die Tafel drin steht mit den ganzen Nebenmissionen und die untersuchen wir mal. Wichtig ist diese Nebenmission. Die Legende des Meeres. Diese Nebenmission wird dann freigeschaltet, wenn ihr die Weiterentwicklung von Isui Baldur Fisch, die da heißt Myriador. Ja, wenn ihr dieses Pokémon das erste Mal gefangen habt, ja, dann schaltet ihr diese Nebenmission frei. Ja, würde ich sagen, nehmen wir die doch mal an. Ich habe etwas über die Sichtung eines geheimnisvollen Pokémon zu berichten. Okay. Ja, Professor Levine möchte uns auch noch was sagen. Ah, wie ich sehe, hast du meinen Auftrag angenommen. Okay, lass mich dir erklären, worum es geht. Am Strand des Aufbruchs habe ich etwas im Wasser schwimmen sehen, von dem ich vermute, dass es ein Pokémon war. Leider ist es so schnell wieder abgetaucht, dass ich kein Foto von ihm schießen konnte. So wie es sich von den Meeresströmungen hat treiben lassen, müsste es auf dem Weg zum Kobaltküstenland gewesen sein. Wie ich darauf komme, die Meeresströmungen verbinden die Gewässer rund um Jubeldorf mit denen des Kobaltküstenlands. Okay. Ich vermute, dass du durch ein Gespräch mit Suzuki, dem Wächter des Diamantclans, mehr über diese Sichtung herausfinden könntest. Alles klar. Ah, da ist ja Suzuki. Ich habe schon von Professor Levine gehört, worum es geht. Dieses Pokémon, das in Richtung des Kobaltküstenlands geschwommen ist. Tja, ich befürchte, dazu kann ich dir aufgrund von mangelnden Details nicht viel erzählen. Aber vielleicht hilft es dir ja schon zu wissen, dass das Kobaltküstenland vor langer, langer Zeit einmal das östliche Meer genannt wurde. Dort soll ein Pokémon existiert haben, das als der Prinz bekannt war. Die Geschichte dieses Pokémon soll in einem Buch namens Die Legende des Meeres stehen. Merkt euch das, ja? Ein Buch namens Die Legende des Meeres. Doch weder über die Legende noch über das Buch scheint mehr bekannt zu sein. Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein konnte. Ich gehe da mal wieder. Ach du Lappen. Okay. Mehr Anhaltspunkte bekommen wir nicht. Und jetzt zeige ich euch, was es mit dem Buch Die Legende des Meeres auf sich hat. So, wir befinden uns in Pokémon Strahlender Diamant in Fleetburg und laufen jetzt mal in die Bibliothek rein und gucken mal, ob wir was zum Buch Die Legende des Meeres finden, was uns vielleicht, ja, Aufschluss darüber geben kann, wie wir dieses Rätsel lösen. Der Titel dieses Buches lautet Legende des Meeres. Okay. Dieser in altertümlichen Schriftzeichen verfasste Text wurde erst kürzlich entdeckt und entziffert. Möchtest du darin lesen? Ja. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Pokémon im östlichen Meer, das als der Prinz bekannt war. Kommt mir bekannt vor. Ein mutiger Mensch bat die Pokémon des Meeres um ein Treffen mit dem Prinzen. Möchtest du weiterlesen? Ja. Ein Mantyps, ein Bamelin sowie ein Baldorfisch mit langen Stacheln erkannten des Menschen Mut an und begleiteten ihn auf seiner Reise. Gemeinsam bestiegen die vier ein Boot und stachen zur Dämmerstunde in See, wo sie nach einer Weile die Meerespforte passierten, die sich über den Wasser erhob. Ja, als der Prinz von der Ankunft des Menschen und seiner Begleiter erfuhr, machte er sich auf, um sie in der kleinen Meeresgrotte zu empfangen. Okay. Ein Baldorfisch mit langen Stacheln. In den Remakes wurde einfach die Weiterentwicklung von Hisui Baldorfisch gespoilert. Ist das geil. Okay, mit diesen Informationen gehen wir mal wieder rein in Pokémon Legend Arceus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zur Weide und holen uns Mantyps, Bamelin und... Oh,
Mir fällt mir. Wie war nochmal der Name von der Weiterentwicklung von Hisui Baldur für ich? Myriador, wa? War Myriador. Den werden wir eh gleich sehen. Also, Fakt ist, wir gehen jetzt hier zu Agnes und tauschen mal hier ein bisschen aus. Also, wir brauchen einmal. Hier, Mantips. Dann, wo ist Barmelin? Barmelin. Und Hisui. Ich will mal Hisui Baldur würde ich sagen. Nee, Myriador. In der Reihenfolge, ja, ist auch ganz wichtig. In derselben Reihenfolge, wie es im Buche steht. Mantips, Barmelin und Myriador. Okay, haben wir. Jetzt stand da ja noch was im Buch. Ne? Nämlich Abenddämmerung. Sprich, wir müssen uns sicher sein, dass es halt Abend ist. Heißt, wir gehen hier ins Kobaltküstenland zur Strandbasis und wir brauchen Abend. Gut. Jetzt müssen wir da durch diese Pinsirhörner durch. Sieht man das? Ja, sieht man. Die Frage ist. Ach, ich cutte das kurz. Okay. Dann würde ich sagen. Surfen wir jetzt mal hier durch. Dann müsste was passieren. Ja. In der Ferne hörst du den Ruf eines Pokémon und das Geräusch eines sich bewegenden Felsen. Und jetzt haben wir irgendeine Höhle freigeschalten. Die Frage ist, wo war die genau? 6,5 Stunden später. Okay, ich musste noch mal ein bisschen suchen, wo genau sich jetzt dieser Höhleneingang befindet. Aber ich habe ihn gefunden und ich zeige ihn euch jetzt. Also, Ausgangspunkt sind diese beiden Hörner, ne? Und wir surfen jetzt einfach mal hier um diesen ja, Berg herum, ja. Ich cutte das mal nicht, damit ihr ganz genau nachvollziehen könnt, wo ihr genau hin müsst. Und genau. Also wir sind jetzt hier rundherum. Weiter surfen. Dort seht ihr schon einen Höhleneingang. Den meine ich allerdings nicht. Sprich, nicht drauf reinfallen, sondern. Hier. Das ist der neue Höhleneingang. Boom. Betreten. Und ja, jetzt ist die Cutscene und hallo Manafi. Und Fiona. Was ein Empfang. Achso, der Kampf geht bereits los. Cool. Ja, wir haben ein bisschen ein schwaches Team, würde ich sagen. Ah, uiuiui. Okay. Hey, wait. Ach so, die vier. Ah, okay. Okay, verstehe. Es war so ein Schutzmantel. Ah, okay. Mondgewalt. Aua. Level 50 ist es Manafi, okay. Die Fiona ist Level 35. Alles klar. Kriegen wir denn jeweils ein Fion und ein Manafi gefangen? Das wäre ganz schick. Okay, Manafi haben wir. Jetzt noch Fione.
Wie ihr sehen könnt, haben die mein ganzes Team zerstört. Also wirklich, der Kampf ist echt nicht so leicht. Vor allem, weil die ja zu viert auf euch eindrechen. Also, boah. So, Hyperball. Bleibt der jetzt auch direkt drin? Das wäre ein Traum. Stark, 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 stark. Okay, cool. Sowohl Fiona als auch Manaphy gefangen. Berichte Professor Laven von Manaphy. Sehr gerne. Du hast es tatsächlich geschafft, Manaphy zu fangen. Mein Glückwunsch. Laut dem Buch Die Legende des Meeres zieht dieses Pokémon seit jeher über die Ozeane. Ein bemerkenswerter alter Schmöker, nicht wahr? Total. Cool. Die Legende des Meeres abgeschlossen. Und hier sind die beiden. Manaphy auf Level 50, Fiona auf Level 35. Ja. Gut, das Wesen ist jetzt nicht so doll. Fiona. Ah ja. Aber, ey. Feier ich, feier ich. Manaphy ist shiny locked. Ja, sprich, den können wir nicht shiny hunten. Und, ja. Wird es das dann auch gewesen sein. Wenn das Video euch gefallen hat und ihr zukünftig keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, lasst den Kanal gerne ein Abo da. Daumen hoch würde ich mich immer freuen. Ich möchte euch nicht länger aufhalten und sage, haut darin. Kurft dahin.